Servus, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben heute für dich ein zweiteiliges Workout. Erster Teil sind 5 Minuten Push-Ups, nicht irgendwelche, sondern Spider-Man-Push-Ups. Wenn du diese 5 Minuten absolviert hast, mit so vielen Wiederholungen wie möglich, geht es direkt weiter an 10 Minuten Core-Work. Das heißt, wir haben 4 Übungen: Bent Hollow Works, Sit-Ups ohne Armeinsatz. Dann haben wir Tuck-Ups und zum Schluss Bent Hollow Hold. Diese 4 Übungen machst du hintereinander weg und dann hast du eine Minute Pause verdient. Das Ganze machen wir für 10 Minuten, so viel Runden wie du reinbekommst. Alles klar? Gut, schau dir das Video an für eine komplette Erklärung inklusive Warm-Up, Workout-Vorbereitung und dann mit uns das Workout absolvieren. Schön, dass du dabei bist. Wir sehen uns. Ciao, ciao. So ihr Lieben, heute gibt es was auf den Bauch. Vorher allerdings erstmal ein gutes Warm-Up und das Warm-Up bereitet uns in der Schulter und auch schon im Rumpf auf die darauffolgende Arbeit vor. Erste Übung sind Scap Push-Ups. Da haben wir 2 Varianten, einmal auf dem Knie und einmal in der Plank-Position. Wir zeigen es erstmal auf dem Knie. Das heißt, wir gehen in den Vierfüßlerstand und das Ziel der Übung ist, dass wir maximale Bewegung aus dem Schulterblatt herausholen. Das heißt, Top-Position, wir machen einen schönen Rundrücken, die Schulterblätter schön nach vorne positionieren und dann die Schulterblätter zusammenziehen und zwischen den Schultern tief abtauchen. Aus der Position wieder in den Rundrücken und dann die Schulterblätter wieder zusammenziehen. Das ist die Variante mit weniger Last im Schulterblattbereich. Wenn wir das Ganze erhöhen wollen, gehen wir in die Plank-Position und die Positionen sind die gleichen, allerdings jetzt deutlich schwieriger. Also wenn ihr Probleme habt, das Ganze zu kontrollieren, anzusteuern, dann geht mit den Knien auf den Boden und bleibt in dieser Position. Nehmt ein bisschen das Gewicht von der Schulter und wenn ihr dann soweit seid, dass es gut klappt, dann hier bei voller Körperlast in der Plank-Position. Davon wollen wir 10 Wiederholungen machen und dann geht es schon zur zweiten Übung und das ist dann im Plank. Da haben wir auch 2 Möglichkeiten, Option 1 im Unterarmstütz, Option 2 im gestreckten Arm. Wir starten mal in Runde 1 mit dem Unterarmstütz und in Runde 2 können wir dann entscheiden, ob wir in dem gestreckten Arm die Übung ausführen. Und hier wollen wir bloß ein paar Zentimeter die Füße anheben, ja? Nicht so stark anheben, dass ihr die Rumpfspannung verliert und ins Hohlkreuz geht, sondern wirklich nur durch das Beinlösen das Spannungsverhältnis im Rumpf ändern. Ja? So wenig Ausgleichbewegung wie möglich und davon 10 Wiederholungen. Genau. Jetzt haben wir die Vorderseite, jetzt machen wir das Ganze nochmal im Liegen auf dem Rücken. Und dann nehmen wir die Hände unter das Gesäß, sodass es das Becken ein bisschen fixiert, positioniert, die Beine gestreckt vom Boden lösen. Und jetzt hier beidbeinig die Beine anheben in den 90 Grad Hüftwinkel und langsam kontrolliert wieder nach unten absenken. Aber nur so tief, wie ihr spürt, dass ihr die Rückenposition halten könnt. Also nicht ins Hohlkreuz, kein Entenpo. Und wenn ihr nicht so tief kommt, kein Problem. Wichtig ist, dass ihr die Spannung im Rumpf haltet. Davon auch 10 Wiederholungen. Und dann gehen wir in Runde 2 und 3 gemeinsam überlegen, ob wir für die Scap Push-Ups auf den Ellenbogen kann man es natürlich auch noch machen, als kleine Variante zum Plank. Genau. Also, ich starte mit Vierfüßlerstand, Dave ist in Runde 2, kann direkt im Plank die Scap Push-Ups machen. Und schön langsam kontrolliert. Auch wieder für 10.
5 Lebens. Dann haben wir unsere Plank-Lack-Lifts. Vielleicht schon. Dann geht's zurück zu den Step Push-Ups. Ich mache die ganzen 10 jetzt in meiner zweiten Runde auf dem Unterarm. Denn ich brauche noch eine Runde, um sich zu orientieren. Ihr könnt das Ganze auch im gestreckten Arm machen. Sehr gut. Dann schauen wir uns mal die Workout-Übungen an. Heute ein paar unterschiedliche Varianten. So, damit wir die geforderten Spider-Man-Push-Ups ausführen können, was eine sehr, sehr schwere Variante ist, brauchen wir natürlich zum einen einen guten Plank und einen guten Push-Up, weil wir kombinieren beides zusammen. Und dementsprechend zeigen wir euch erstmal die Zielbewegung und gehen dann stückweise zurück, sodass ihr für euch eine Variante findet. Okay, Spider-Man Push-Ups, Ausgangsposition, ganz regulär die Liegestützposition Plank. Und was machen wir beim Spider-Man Push-Ups anders? Wir ziehen ein Knie Richtung Ellenbogen und gehen dann zusätzlich in dieser erschwerten Position zum Liegestütz nach unten. Ja, deutlich schwieriger für Hüfte und Rumpf. Und das Ganze könnt ihr natürlich dann flüssig kombinieren. Der eine oder andere macht das dann in der Abwärtsbewegung, dass wir in der tiefen Position dann Richtung Ellenbogen kommen. Und hier sieht man das dann nochmal flüssig. Wenn ihr das in dem Tempo für 5 Minuten hält, dann ist es nicht mehr Spider-Man, sondern Superman. Genau, sicher nicht. Okay, was können wir jetzt machen, damit wir trotzdem die 5 Minuten gut durcharbeiten können?
Wir können natürlich die Kniebewegung weglassen, weil das ist natürlich on top das Schwierige an der Position. Das bedeutet ein regulärer Liegestütz. Schauen wir uns mal einen regulären Liegestütz an. Den haben wir jetzt hier mehr oder weniger ja schon gesehen. Hier, ihr seht, die Beine sind gestreckt und Bein rausdrücken, bewegt sich Hüfte und Schulteroberkörper gleichmäßig. Ja, wir sehen oftmals, dass die Arme sich strecken, aber der Körper, die Hüfte bleibt unten, sodass wir eigentlich nur einen Bruchteil der Körperlast. Mal sehen, ob du das über die Tünde kommst. Nee, kriegst du nicht. Nicht ablegen. Genau, also versuchen wir den Bauch aufzumachen. Genau, das sieht man oft, dass der Bauch nicht stark genug ist, um die Spannung zu halten. Also dürft ihr euch vorstellen wie eine Bahnschranke. Der ganze Körper mit einem Fixpunkt, das sind die Füße am Boden, geht dann gleichmäßig hoch und runter. Noch ein Tipp beim Liegestütz, wir wollen beim Liegestütz nicht gerade nach unten, sondern mit der Schulter nach vorn, sodass der Ellenbogen immer über dem Handgelenk bleibt. Ja? Genau, also wenn wir jetzt hier den Ellenbogen mal, genau, also dafür geht die Schulter nach vorn und die geht nicht gerade nach unten, ja? Unterarm bleibt vertikal. Genau. Das wäre die nächste Variante. Dann haben wir unsere Variante mit exzentrisch nach unten, die Bahnschranke. Dann die Knie auf den Boden ablegen, dann den Knie, den Push-Up und dann oben wieder strecken. Genau. Komplett runter, Knie ablegen, rausdrücken und so haben wir zumindest das Beste aus beiden Welten. Ja, wir haben den Knie, den Push-Up, der nur der Variante nicht so gut ist, wie dann wieder die Körperspannung aufbauen und zumindest den Plank halten bzw. die exzentrische Variante ausführen. Okay? Genau, das sind unsere Varianten. Was ihr auch machen könnt, um ein bisschen zu spielen, das wird wahrscheinlich dann meine Variante, ihr macht einen Liegestütz und dann macht ihr eine Wiederholung von dem Mountain Climb, was Knie zur Brust bzw. zum Ellenbogen. Sieht dann so aus. Macht euren Liegestütz ganz regulär und dann geht das Knie nach vorn. Und das sollte auch dann jeder kombinieren können, der die Plankposition halten kann und Mountain Climb ausführen kann. Ja, so haben wir ein bisschen was von diesem Spider-Man. Nicht ganz so schwer, nicht in der tiefen Position, sondern in der Top-Position. Und da ist es dann schon ähnlich. Okay, das Ganze machen wir für 5 Minuten, so viele Wiederholungen wie möglich. Dann geht es direkt in den zweiten Teil. Der zweite Teil ist 10 Minuten lang und da haben wir für jede Runde 4 Übungen. Die erste Übung ist der Bent Hollow Rock. Wir schauen uns erstmal die Bent Hollow Position an. Das heißt, wir sind 90 Grad in der Hüfte, 90 Grad im Knie. Leg dich mal kurz an. Füße bleiben in Position und dann rollen wir uns vom Boden ein, sodass wir hier im Schulterbereich keinen Bodenkontakt haben. Wir wollen quasi mit der Brust zum Oberschenkel. Das ist unsere Bent Hollow Position. Und die Bent Hollow Rock Position ist, dass wir jetzt über den Rücken hin und her wippen. Okay? Ohne dass wir die Spannung verlieren. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ohne die Spannung zu verlieren. Soll ich es vormachen? Genau, das ist unser Bent Hollow Rock. Ja? Das heißt die dynamische Variante von dem Bent Hollow Hold. Das Ganze machen wir 10 Mal. Wie zählen wir das? Wir zählen nicht 1, 2, 3, 4, sondern wir zählen immer nur an der gleichen Stelle. Das heißt, wir gehen über die Schulter zum Gesäß 1, Schulter, Gesäß 2, Schulter, Gesäß 3. Ja? Ihr versteht es, immer an der gleichen Stelle hochziehen. Gut. Dann, zweite Übung ist der Sit-Up. Dann gehen wir wieder in unsere Butterfly-Position und wir lassen die Arme gestreckt vor dem Körper. Wir nehmen die Arme nicht ganz so unten lassen und ohne Armschwung die Bewegung ausführen. Schauen wir uns mal 2, 3 Wiederholungen an.
Ja? Quasi immer die Arme vor dem Körper. Und wir wollen hier diese klassische Schwungbewegung heute mal weglassen. Dann geht es in den Tack. Ja, für den Tack sitzen wir auf dem Steißbein, haben die Knie gebeugt, ein bisschen höher. Das ist unsere Ausgangsposition. Okay? Füße können wir durchaus ein bisschen tiefer. Wir wollen uns natürlich nicht festhalten. Und jetzt wollen wir uns strecken, ohne dass wir komplette Spannung verlieren und auf dem Boden auflegen und dann wieder in diese Ausgangsposition zurück anwinkeln. Ja, also das ist eine der schwersten Sit-Up-Varianten. Genau. Und dann haben wir nochmal Bend, Hollow, Hold. Das ist die Position von Station 1, aber ohne hin und her zu rocken. Dann gehen wir nochmal in Position, könnt ihr euch dann gleich ablegen. Und dann halten wir nur die Position. Ja? Das ist eine Position, wo man sich ein bisschen leicht machen kann, indem man nicht maximale Kompression von sich abverlangt und sich nach hinten lehnt, sondern stellt euch vor, ihr greift nach vorne zu euren Schuhen und ihr wollt maximale Beugung im Rumpf. Okay? Das sind die vier Übungen. Wir machen gleich mal eine volle Testrunde. Und wichtig zu sagen ist nochmal, nach jeder Runde 10, 10, 10, 10, mehr eine Minute Pause und dann fangt ihr erst mit der zweiten Runde an und wir haben einen Zeitblock von 10 Minuten. Okay? Also 5 Minuten Push-Ups, 10 Minuten Core mit jeweils einer Minute Pause. Wir gehen jetzt mal in eine Testrunde, machen alles für 10 von Hollow Work, Sit-Up, bis Hollow Hold. Tack, tack. Und Hollow Hold. Ja? Schau. Oh, und die Liegestütze. Ja, jetzt, ich habe ja alles. Dann machen wir noch 10 Liegestütze. Also, 10 Liegestütze und dann alles für 10. Das ist ein gutes Warm-up. Und danach machen wir ein kleines Päuschen und bereiten uns dann aufs Wirkliche. Okay? Also, wähle jetzt deine Push-Up-Variante oder spiele einfach mal mit den unterschiedlichen Versionen rum. Und dann die 10, 10, 10. 10, 9, 8. Und auf geht's. Gut, dann bis gleich. Immer dieser Sprung, ne? Immer diese Effizienz. Das Waschmaschine dann für meinen Bauch. Sehr schön, genau das, was wir brauchen. Wenn wir das denken, ist es genau, was wir brauchen. Gut. Ich hoffe, das Warm-up reicht.
Ansonsten machst du einfach noch ein bisschen individuell, was du benötigst für das Workout. Und wir stellen die Timer ein und dann sehen wir uns gleich zum Workout. Wir sind bereit, so bereit wie man nur sein kann. In 8 Sekunden geht's los mit 5 Minuten Push-Ups. Ich bin schon. Thank you.
Minuten Pause und das ist ein Timer.
implementiert. Position zu halten. Ich zeige mal kurz beide Positionen. Position 1, hier langes Kinn, Gesäß anspannen, Vorderseite öffnen und wenn ihr hier keine Schmerzen oder Druckkompression im unteren Rücken spürt, dann gerne mal probieren, die Arme zu strecken und dann sind wir hier in der Position. Okay, das müsst ihr selbst entscheiden. Ihr könnt auch mit dem Arm weiter nach vorne, dass ihr noch ein bisschen anderen Winkel habt, aber hier ist der Druck schon deutlich höher. Sollte aber schmerzfrei für den Rücken sein. Okay, gut. Dann Übung Nummer 2, bleiben wir gleich so liegen. Rechter Arm zur Seite raus auf Schulterhöhe und dann drehen wir uns über unsere Körpermitte
können uns mit dem Arm ein bisschen in Position drücken, sodass wir jetzt hier eine Rotation in der Brustwirbelsäule haben und die Dehnung auf Schulter und Brust von den Liegestützen und hier wieder die Mobilität wiederherstellen. Okay, gut, jede Position für eine Minute halten. Das gelogen sind dann nur 3 Minuten pro Runde. Und dann mache ich hier nochmal kurz das Ganze aus. Pause. Pause, pause, pause. Ich nehme den Timer gleich mal mit. Also 1 Minute Cobra. 1 Minute Cobra und 1 Minute pro Seite. 1 Minute pro Seite. 0, 3 Runden. Und dann starten wir in 10 Sekunden. Dann gerne für euch noch eine zweite oder dritte Runde, gleiche Übungen, jeweils alles für 1 Minute, sodass ihr euch dann hoffentlich wieder besser fühlt und morgen wieder angreifen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, ciao, ciao.